So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Heute mal Quattro Colinas. Ich habe mal wieder Bock. Ist eine Map, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Und ich habe schon wieder gesehen, dass es eine Map ist, die ich noch nicht komplett habe. Also da ist immer noch ein Aussichtspunkt, den ich noch nicht freigeschalten habe oder erkundet oder was auch immer. Und das werden wir heute nachholen. Mal sehen, was uns so unterwegs vor die Flinte läuft. Wir gehen ein bisschen spazieren und damit let's go! Da ist er. Der kleine Bock. Ach, scheiß drauf, ich nehme. Warte, die Knarre. So, ich versuch's mal. Vielleicht klappt's diesmal. Nee. Hat sich leider nicht umgedreht. Schade. Das war ein Versuch. Ja, es klappt nicht immer. Es klappt nicht immer. Aber oft genug. Jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass der Bock gleich abgesprungen ist. Aber ich habe das schon gemerkt anhand, weil er sich nicht umdrehen wollte, ne? Und lange stand und sich halt so ein gewisses Zeitfenster, in dem der sich umdrehen kann. Wenn er sich dann umdreht, kann man gut einen guten Schuss landen. Wenn er es nicht tut, dann, tja, dann startet er meistens gleich durch. Mal da. Das ist ein Einer. Ja, könnte man, wenn man wollte, wenn man nicht gerade krass Rückenwind hat, könnte man den machen. Und weil ich krass Rückenwind habe, mache ich da lieber den hier. Pff. Okay, Digga, okay. Geh mal auf ihn zu, bis er sich erhebt. Erheben Sie sich. Was ist mit ihm? Ich habe Rückenwind. Okay. Das war gut. Also ein bisschen schlecht reagiert von ihm, aber was willst du machen? Ja. Ich bin halt eine Katze. In diesem Spiel. Leichtfüßig bin ich. Bronze. Oh lol. 31. Oh lol. Der war ja richtig jung und richtig schlecht. Also, was heißt richtig jung? Hier gibt es ja keinen Jung oder Alt. Aber er war halt schlecht. Ist auf jeden Fall besser. So, 100 Meter ist auch okay. Da gehe ich jetzt einfach mal mit dem Gerät hier nochmal drauf. Er läuft noch. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich nicht gut getroffen? Muss mich zwingen, dran zu denken, dass ich hier nachladen muss bei dem Gerät. Oh, lol. Okay. Ah, da hat er richtig viel Glück gehabt, dass ich da das Herz nicht getroffen habe. Schade. Single Lunge nur. 56,4. Ja, weit entfernt von Gold. Es sind halt wirklich nur drei Weiber. Darum werde ich jetzt hier mal eingreifen müssen. Ja, ja, es gibt Ziege zum Abendessen. Leider nur in Bronze. Ich hab's gewusst. 44,6. Aber wo habe ich getroffen? Single Lunge, okay. In die Beifahrerseite. Schön. Ich jage, was ich möchte. Das stimmt. Da gibt es jetzt keine Vorlagen, weil ich bin heute einfach nur unterwegs und erkunde hier so ein bisschen das Gebiet und schaue mir an, was hier so kreucht und fleucht, ne? Jetzt trauen die sich nicht mehr raus. Bronzene Ziege, Doppellunge. Sehr schön. Nehmen wir mit in den Discord. Da vorne sind noch ein paar geflüchtet, aber da war auch kein Männchen dabei, leider. Was ist das Weibchen? Oh, da bin ich aber wieder nah rangekommen. Ja, selbst überrascht. Wo war? Ach, hier. Hier vorne ist er. Das ist unser Bock.
Hier muss ich nur einmal nochmal umdrehen. Dreh dich nochmal um, bitte. Dreh dich nochmal um. Ja, top. Schön. Wieder krass aus nächster Nähe. Was ist da für eine Entfernung? 40 Meter, toll. Ah, ich habe die falsche Waffe gewählt, sehe ich gerade. Ah, der wäre Gold gewesen, ich habe die falsche Waffe gewählt. Ah, nein, 67,67. Verschossen. Den habe ich auf jeden Fall gut erwischt. Schauen wir uns mal an, das Gerät. Auch erwischt. Ein silberner Keil, 80,96. Ja, ein bisschen weit hinten getroffen. Schade, aber trotzdem sehr gut verwertbar. So, bronzenes Schwein, weiblich. Ob ich nehme lieber das Reh. In den Bufflons. Ein goldenes Reh, 79,55. Ab 81 ist Diamant. Okay, okay. Schön. Wunderschöner Herztreffer. Silberner Keiler, 64,9. Naja. Hätte besser sein können, der Treffer. Top! Ah, ein Schuss und er liegt. Richtige Straßenschießerei hier mit der 9mm. Ist das ein 9mm? Ich glaube nicht. Die hat Kaliber 10mm. Okay, alles klar. Mit der 10mm. Es tut mir leid. So, Gold, 68,6. Schöner Bock. Schön Doppellunge. Nimm mal die beste raus. So, die war leider auch nur Bronze, aber Doppellunge, schön. Habe ich nicht erwischt. Ich versucht ihn anzukratzen, aber es war auf jeden Fall kein tödlicher Treffer. Aber den haben wir. Top. Silberner Bock, 82,36. Schön Doppellunge. Top. Jo, top. Ah ja, schöner Schuss, aber schlechtes Tier. Hä, ich wette, ich habe keins getroffen von den Biestern. Lol, doch, habe ich. Sogar tödlich. Ja, schön. Ein Weibchen. Hellbraun, 60,13. Lol, einmal alles bitte. Schön.
So, ein graues männliches Tier. Schön Doppellunge. 83,2. Ja, toll. Top. Gold. Ah ja, 91,48. Ja, ja. Schön, schön, schön. Doppellunge. Schönes, schöne Hörner. Schönes Geweih, würde ich gerade sagen, aber kann man da, glaube ich, auch sagen. Okay. Ah, okay, ich habe kein... ich habe kein lebenswichtiges Organ verletzt, aber wäre maximal auch nur Silber gewesen. Schade. Und der hier unten? Bronze. Tatsächlich auch nur Bronze, schade. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Course Soweit. War heute ein bisschen durchwachsen, aber... War okay. War okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.